Sieben Tipps, die dir endlich mal helfen, dein Zimmer aufgeräumt zu kriegen, wie du es machen sollst und warum. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angela, dein Professional Organizer. Und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation. Also, wie halte ich Ordnung? Warum halte ich Ordnung? Wie mache ich das? Und wie organisiere ich mich selber am besten? Denn ich helfe dir, dein Leben wieder in Ordnung zu bringen, sofern es irgendwie aus den Fugen geraten sein sollte. Und in dem heutigen Video möchte ich über das Geheimnis aufgeräumter, ich nenne das mal Jugend, Teenager, whatsoever Zimmer reden. Denn ich habe ja auch zwei Kinder, also zwei eher so Teenie-mäßig. Und die haben eigentlich immer ein aufgeräumtes Zimmer. Und jetzt verrate ich euch eins, ich bin nicht schuld dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da täglich durchlaufe oder durch die Wohnung renne und sage, boah, Alter, könnt ihr mal bitte euer Zimmer aufräumen? Nein, das machen die ganz von alleine. Und dann habe ich halt überlegt, Mensch, ich beobachte das ja so bei den Erwachsenen und bei den Eltern. Die fragen mich dann immer, ja, Frau Ludwig, was kann ich denn tun, damit mein Kind endlich mal sein Zimmer aufräumt? Oder oh, bei meinem Teenager sieht es aus wie Sau, was soll ich machen? Und dann versuche ich da irgendwie rauszuhören, woran es denn eigentlich liegt. Und die Quintessenz richtet sich heute mal direkt an die jungen Leute, weil ich meine, ich bin eine alte Frau. Ich habe mit meinem Manager heute eine kleine Diskussion gehabt. Ich bin ein Slacker, also ich gehöre zur Gen X. Ich bin 1979 geboren. Also meine Kinder sagen schon immer, boah Mama, du bist so 1980. Nein, ich bin 1979. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Video. Liebe junge Menschen, und nein, ich tue nicht nur so, ich liebe heute, also erstmal ein ganz großes Dank. Ich liebe diesen Pulli. Ja, ich stehe total auf Comics. Da hinten, da oben im Regal. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Ich muss mein Video drehen. Da stehen lauter Mangas und jetzt kam ein ganzes Regal mit lustigen Taschenbüchern zusammen. Ich liebe sie. Ich liebe diesen Pulli. Aber das hat mit dem eigentlichen Video nichts zu tun. Das habe ich jetzt endlich mal. Punkt Nummer 1. Was ist eigentlich the secret of a aufgeräumte Teenie-Zimmer? Also der erste Punkt ist doch, und das hatte ich meine Kids auch gefragt, warum sollte man denn sein Zimmer aufgeräumt haben? Man soll das ja nicht aufräumen, weil die Eltern sagen, ihr sollt das bitte aufräumen, sondern warum hilft einem das, sein Zimmer aufgeräumt zu haben? Und ich sag dir jetzt mal den einen Grund. Wenn dein Zimmer aufgeräumt ist, dann hast du dein Leben im Griff. Und wenn dein Zimmer nicht aufgeräumt ist, das ist so dieses berühmte Beispiel, so wie es außen aussieht, sieht es tatsächlich, und das ist bei den Erwachsenen, liebe Leute, ganz massiv so, so sieht es innen halt auch aus. Und ich hatte meinen Sohn damals gefragt, der ist jetzt 14, ich habe den gesagt, sag mal, warum ist dein Zimmer eigentlich so aufgeräumt? Und dann sagt er zu mir, ja Mama, wenn ich Besuch habe, dann denken die ja gleich, ich habe mein Leben nicht im Griff. Und genau das ist dieser Satz. Ein aufgeräumtes Zimmer zeigt einfach deinen Kumpels, deinen Besuchern, deinen Eltern, wem auch immer und vor allem ganz wichtig, dir selber, du hast dein Leben im Griff. Und jetzt kommen wir eigentlich nämlich so an den eigentlichen Kern. Ich rede hier von Teenagern, also nicht so die 19-Jährigen, für die gilt das zwar natürlich auch, aber jetzt gerade auch mal, liebe Eltern, Kinder und Teenager lernen von den Eltern. Also man, das ist einfach so. Ich lerne durch Nachahmung. Wenn du jemand bist, der zu 5 Kumpels zu Besuch geht und bei allen wäre das Zimmer picobello aufgeräumt, ich garantiere dir, deins würde nicht aussehen wie Sau. Man lernt dann einfach durch Nachahmung und man fragt sich, warum machen die das eigentlich so? Und wenn ihr hingeht zu den Superreichen und zu den Guterzogenen und zu den wirklich die, die auch echt Geld haben, dann werdet ihr auch feststellen, hey, die Zimmer, die sind picobello. Also meistens. Und zwar nicht, weil die Eltern alles hinterherräumen und auch nicht, weil es überall eine Putzfrau gibt, sondern weil diese Kids gelernt haben, hey, wenn ich morgens mein Bett mache, das ist schon mal der erste Weg zum erfolgreichen Tag. Wenn ich mein Zimmer in Ordnung habe, dann habe ich auch mich selber im Griff. Ich habe mich selber in Ordnung. Und mal ganz ehrlich, es tut halt einfach verdammt gut. Wenn du nach Hause kommst, du machst die Tür zu deinem Zimmer auf und du wirst nicht irgendwie erschlagen von 85.000 Dingen, abgesehen von schmutziger Wäsche. Der Punkt ist allerdings,
Ich verstehe das echt, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und deshalb jetzt die nächsten Punkte 2 bis 7, was man dagegen eigentlich machen kann. Weil, wenn ich jetzt so ein junger Mensch bin, hey, da hat man nicht immer Lust irgendwie, boah, ständig dieses Aufräumen und so. Und jetzt kommen wir an die Tipps und die Tricks, die dir wirklich dabei helfen können, wie du das hinkriegst, dass dein Zimmer aber auch aufgeräumt ist, respektive, dass du dein Leben im Griff hast. Und deshalb, also nur zusammengefasst, Tipp Nummer 1 war, frag dich erstmal, warum sollte ich dieses Zimmer aufgeräumt haben? Der Grund ist, du hast dein Leben im Griff. Tipp Nummer 2 ist, entwickle tägliche Routinen. Das kriegt ihr auch mit bei den ganzen super Motivationsrednern und die sagen dir alle, oh, du sollst um 5 Uhr aufstehen. Und dann gibt es diese 5000 Apps, die dir erzählen, so ist es total einfach und einen Kalender strukturierst du und Routine hier, Routine da. Aber es ist wirklich Gold wert. Entwickle deine tägliche Routine. Das kann zum Beispiel sein, du stehst auf, du räumst deinen Schlafanzug ins Bett zurück. Und ganz ehrlich, die Eltern sagen einem dann immer, ja, aber Frau Ludwig, erklären Sie den Leuten doch nicht, sie sollen sofort ihr Bett machen nach dem Aufstehen, weil da müssen Milben und Auslüften und Feuchtigkeit und da. Ja, meine Güte, dann mach's halt, zieh dich zuerst an und dann mach dein Bett. So, das heißt, es kann zum Beispiel sein, du stehst auf, du ziehst dich erst an. Du machst dein Bett, dann packst du deinen Schulranzen oder deine Tasche und verlässt das Zimmer. Es kann sein, du kommst nach Hause, du machst erst deine Hausaufgaben oder du chillst erstmal eine halbe Stunde. Was auch immer wichtig ist, dass es Routinen sind. Überleg dir, was muss ich machen, wenn mein Zimmer einmal aufgeräumt war oder aufgeräumt ist, was muss ich machen, dass diese Ordnung so bleibt? Und jetzt gebe ich euch 2 meiner grundlegenden Tipps on top mit. Das heißt, bevor du eine tägliche Routine entwickelst, musst du erstmal einmal Tabula Rasa machen. Das ist auch bei den ganz normalen Haushalten so. Ich bin ja Ordnungscoach, das heißt, ich komme zu ganz vielen Leuten nach Hause und dann sagen die immer, ja, aber was soll ich denn machen, was soll ich machen? Dann sage ich, als allererstes könnt ihr auch in anderen Videos hier nachschauen. 1 blende ich ein, in 5 Schritten endlich aufgeräumt leben. Das hilft dir auch schon persönlich weiter. Aber 1 ist wirklich, mach eine Tabula Rasa Aktion. Geh einmal durch das Zimmer durch, sortiere, sag, okay, was kann weg? Was kann verschenkt werden? Was kann verkauft werden? Was kommt irgendwie im Müll? Was ist schrottig? Alles, whatsoever. Also wirklich eine Riesenaktion. Und dann richtest du dieses Zimmer neu ein. Und jetzt ganz wichtig, so wie es dir gefällt. Nicht wie es deinen Eltern gefällt, so wie es dir gefällt. Weil, das erzähle ich jedem, Ordnung ist etwas Individuelles. Du hast einen komplett anderen Ordnungsstil als deine Geschwister. Du hast einen komplett anderen Ordnungsstil als deine Eltern. Vielleicht. Und deshalb richtest du dir dein Zimmer so ein. Wenn du sagst, ich brauche Schubladen im Kleiderschrank, dann besorg dir welche, besorg dir irgendwelche Kästen. Du bist alt genug, um vielleicht schon mal im Internet zu schauen, was gibt's denn da, wo würde ich mich wohlfühlen. Vielleicht hast du auch bei deinen Freunden irgendwo was gesehen. Also informier dich da einfach, guck, dass du diese Sachen herkriegst. Und wenn du jetzt zum Beispiel Sachen aussortiert hast und du sagst, ja, aber mir fehlt das Geld, ja, vielleicht kannst du ja auch ein paar Sachen verkaufen. Und beim Verkaufen wirst du feststellen, die Dinge sind leider nicht so viel wert, wie man sich das beim Einkauf gedacht hat. Das heißt aber auch, wenn du jetzt was einkaufen musst, zum Beispiel irgendwelche schicken Ordnungsboxen oder sonst was, weil du da Bock drauf hast oder für deinen Schreibtisch oder sogar einen neuen Schreibtisch, was auch immer, dann kauf den gebraucht. Such den nicht irgendwie neu im schwäbischen Müllhaus, das ist schweineteuer, sondern guck dir die Sachen auch gebraucht an. Und dann wirst du feststellen, wenn du deinen alten Schreibtisch nur für 20 Euro verkauft kriegst, dann findest du garantiert auch für 20 Euro einen, der dir halt besser gefällt, als einfach nur ein anderes Design ist. Und deshalb, das ist der erste Schritt für die täglichen Routinen, das ist sozusagen der Basic-Schritt. Das ist noch keine Routine, das machst du einmal. Und die Routine täglich ist dann, jedes Ding hat seinen Platz. Wenn du also, du hast Dinge in deinem Zimmer und du definierst für jedes dieser Dinge einen Platz, dann ist deine tägliche Routine, bevor du abends ins Bett gehst, guckst du einfach, ist jedes Ding wieder an seinem Platz. Das dauert keine 5 Minuten, ehrlich. So viel Chaos kannst du gar nicht machen. Und wenn du das jeden Abend machst, dann musst du im Prinzip nie wieder aufräumen. Und das ist mal richtig cool. Das heißt, die Routine ist einfach, die hilft dir auch im späteren Leben, auch im Job.
Das ist so dieses, jeder, die arbeiten gehen, wenn du in den Firmen siehst, wie die Schreibtische da teilweise aussehen. Chaos pur und bei den anderen voll schön schlank, lean aufgeräumt. Jedes Ding hat seinen Platz und gewöhn dir das an. So eine Routine kann dir helfen. Und noch eins drauf zum Thema Routinen. Routinen müssen nicht immer Spaß machen. Das ist jetzt zum Beispiel das Thema, das kriegst du mit dem Sport. In der Schule hat man ja oft Sportunterricht, da wirst du mehr oder weniger gezwungen. Du weißt aber, dass es eigentlich gesund für dich ist. Das heißt, wenn du mal richtig erwachsen bist, einen Job hast, alleine lebst, da gibt es keinen, der dir das vorschreibt, das musst du selber machen. Und dann, wenn du dann gelernt hast, eine Routine bedeutet zum Beispiel, ich bin dreimal in der Woche im Fitnessstudio oder ich gehe dreimal die Woche joggen, dann machst du das, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Die Superfußballspieler, die haben auch nicht Bock, jeden Tag irgendwie auf dem Fußballplatz zu stehen und zu trainieren. Sie machen es aber. Sportler finde ich generell cool. Wenn jemand sagt, er will eine Goldmedaille bei Olympia gewinnen, dann macht er das nicht, weil der jeden Tag wieder raus aufs Trainingsfeld geht und sagt, geil, ich habe so Bock drauf, ich habe so Bock drauf. Nee, die haben auch Tage, wo sie sagen, ehrlich, mich, piep. Da musst du eine Routine haben, in der du dein Hirn ausstellst und genau das ist das mit dem Aufräumen. Die letzten 5 Minuten des Abends oder sowas sagst du, ich habe zwar keinen Bock drauf, aber ich mache es einfach. Räum hier das Ding zurück an deinen Platz. Tipp Nummer 3, das ist jetzt so ein bisschen die Organisation als solches. Also guck, dass dein Zimmer gut organisiert ist. Was meine ich mit gut organisiert? Da habe ich ein anderes Video gemacht, das kannst du dir reinziehen zum Thema Kindergartenmodell. Und zwar, wenn du ein Zimmer hast, stell dir einfach vor, du erinnerst dich vielleicht so an die Kindergartenzeit. Da gab es auch einen Raum und dann war so in der einen Ecke war die Leseecke, in der anderen die Spielecke, in der dritten die Bauklotzecke, vierter Tisch war irgendwie die Kochecke oder Puppenecke oder was auch immer. Ja? Das heißt, jeder Bereich hatte eine eigene Ecke, beziehungsweise jedes, ich nenne das mal Arbeitsfeld, hatte einen eigenen Bereich. Was ich dir damit sagen will, ist, nimm dein Zimmer und teile das in diese Bereiche auf. Du hast ein Bett, super, das ist die Chill-Ecke. Dieses Bett wird zum Schlafen verwendet. Am besten sollte es nicht zum Draufhängen und Zocken verwendet werden, weil das Bett ist zum Schlafen da. Sonst schnallt dein Körper irgendwann nicht mehr, oh, ich gehe jetzt ins Bett, ich schlafe jetzt. Dazu besorgst du dir lieber irgendwie, gib doch zum Beispiel so einen Schaukelstuhl, kannst du dir ins Zimmer stellen, wenn du genug Platz hast oder so einen Chill-Sessel oder irgendwas Cooles, aber nicht das Bett. Das heißt, du hast das Bett zum Schlafen, dann hast du vielleicht ein Regal für ein paar Bücher oder für ein paar Spiele oder für eine Konsole oder was weiß denn ich. Ich bin ganz ehrlich der Verfechter, keine Elektrogeräte im Kinderzimmer, aber das ist so ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben auch nur einen Fernseher und der ist im Wohnzimmer. Ja? Bei uns gäbe es gar keinen Platz drin. Meine Kinder müssen sich ihr Zimmer auch teilen. Also da gehört es dann ja auch dazu. Das ist deine Ecke, das ist meine Ecke. Also schau einfach auch lernen und studieren. Das machst du am besten nicht auf dem Bett, das machst du eben am Schreibtisch. Damit dein Körper auch weiß und dein ganzer Kopf, das Bett ist zum Schlafen da und nicht zum Arbeiten und nicht zum Zocken und das ist keine super Wohlfühlinsel. Ich weiß, Teenies sind da manchmal ein bisschen anders unterwegs, deshalb guck einfach, was für dich passt und teile dir dein Zimmer in diese Bereiche ein und dann hast du als Organisationstipp wirklich dieses, ich nenne das mal Gleiches zu Gleichem. Und wenn du jetzt noch das von vorhin dazu nimmst, mit jedes Ding hat seinen Platz, dann ist dein Zimmer eigentlich perfekt organisiert, dann kann man es gar nicht besser machen. Und ganz wichtig bei allen, also wirklich bei allen Punkten, du musst dich dabei wohlfühlen. Nicht deine Eltern, nicht deine Geschwister, also wenn ihr euch das Zimmer teilt, ja, dann natürlich so ein bisschen, aber du musst dich dabei wohlfühlen. Deshalb Tipp Nummer 3, organisier dich richtig. Guck, wo deine ganzen Arbeitsmaterialien hinkommen, räum deinen Schreibtisch einmal auf. Tipp Nummer 4, ich nenne das mal das Thema Zeitmanagement. Das ist, krieg deine Zeit in den Griff. Wenn du deine Zeit im Griff hast, hast du auch dein Leben im Griff und hast dein Zimmer im Griff. Teile dir dieses Aufräumen und deshalb die Routine in kleine Häppchen auf. Der Punkt ist einfach, wenn du das nicht tust, dann baust du dir so selber einen Berg auf. Die schönsten Beispiele findet ihr bei den Eltern. Der Keller, der Kleiderschrank der Eltern, die Küche. Wenn die nicht aufgeräumt sind, dann wisst ihr, wovon ich rede. Da hat man 10, 15 Jahre lang gebraucht, diesen Keller voll zu rümpeln. Man hat nicht einmal dran gedacht, den jetzt mal auszumisten. Oder ich kaufe Klamotten und Klamotten und Klamotten und der Kleiderschrank wird voller, 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 voller. Wenn ich den einmal ausmisten will, ey, ich brauche da Stunden, wenn nicht sogar Tage, wenn nicht sogar Wochen. Wenn ich das
jeden Tag ein bisschen mache, also jeden Tag 15 Minuten oder 30 Minuten, 30 Minuten ist eigentlich viel zu viel, 15 Minuten lang aufräumen, dann sind das in der Woche auch, jetzt müssen wir mal rechnen, ich bin kein Genie in Mathe, 15 Minuten, das ist also eine Stunde an 4 Tagen, also 1,5 Stunden in einer Woche, 1/3 Stunde in einer Woche. Du kannst dir jetzt also überlegen, mache ich jeden Tag 15 Minuten oder sitze ich allen Ernstes am Samstag oder Sonntag fast 2 Stunden da und räume mein Zimmer auf? Also ich würde mich ehrlich gesagt für die 15-Minuten-Variante entscheiden. Und dann mache ich am Samstag 1/2 Stunde und dann habe ich den Sonntag frei. Cool. Also das ist das Thema Zeitmanagement. Guck einfach, dass es nicht so ein Riesenberg wird, sondern achte einfach darauf, dass du diese Aufräumarbeiten in kleine Häppchen teilst. Und dann musst du nicht alles so am Riesenschluss machen. Ich weiß, wie das ist. Ich habe da auch ein eigenes Video zum Thema, wann unter Druck aufräumen einfach besser funktioniert. Weil manchmal ist es wirklich so, dass man unter Druck am besten arbeitet. Ich habe über mich immer gesagt, ich arbeite nicht unter Druck am besten. Ich arbeite generell nur unter Druck. Das ist manchmal auch so. Aber das muss jetzt ja nicht der Erziehungsratgeber Nummer 1 sein. Deshalb teilt euch eure Zeit richtig ein. Und achte darauf, dass es nicht ein Riesenberg wird. Punkt Nummer 5. Wenn du dein Zimmer selber organisierst und selber aufräumst, dann gibt es da natürlich auch coole Tools. Also du kannst entweder statt super teuren Ordnungsboxen zum Beispiel Schuhkartons nehmen. Du kannst die Schuhkartons bekleben. Ich habe die früher immer mit sämtlichen Aufklebersammlungen versehen irgendwie, damit es total bunt aussah. Dann hatte ich mal eben meine, wie da hinten steht, meine Manga-Phase. Da war alles voll mit Dragon Ball Z. Da gab es das noch in Buchform. Da gab es die Serie noch nicht mal. Du kannst das machen. Es gibt super günstige Läden. Also bei uns in Stuttgart, ich bin ja in Stuttgart-Mitte, im Milaneo hinten, da gibt es jetzt zum Beispiel neu, der heißt, glaube ich, Pepco. Das ist so ein britischer Günstigladen. Dann gibt es da einen Teddy, dann gibt es da einen Euroshop. Also schaut einfach in diesen Läden. Da gibt es richtig, richtig cool, zu richtig günstigem Geld. Nette, also wirklich, die sehen dann auch echt, also das ist echt nice. Also die sehen richtig schön und süß teilweise aus. Genau nach jedem Geschmack irgendwelche Organisationsboxen. Und deshalb ist das Punkt Nummer 5. Guckt einfach, dass ihr so ein paar Organisationshelfer findet, aber nicht zu viel. Man kann sich da auch tot kaufen und tot organisieren. Aber das ist einfach ganz nett, wenn man sowas hat. Und dann fühlt man sich natürlich nochmal wohler in seinem Zimmer. Punkt Nummer 6. Egal ob klein oder groß, unheimlich wichtig beim Aufräumen ist, belohne dich. Du brauchst Belohnungen. Wenn du es geschafft hast, 3 Wochen lang eine tägliche Aufräumroutine durchzuziehen, dann darfst du dich belohnen. Dann darfst du wirklich hingehen und sagen, ey cool, ich habe das geschafft, ich klopfe mir jetzt auf die Schulter, ich bin richtig stolz drauf. Dann kannst du entweder Kumpels einladen und eine kleine Party machen und sagen, hey, guck mal, mein neues Zimmer, richtig cool. Du kannst aber auch sagen, weißt du was, nein, ich belohne mich, ich gehe, hier, die Mädels zum Beispiel, ich habe hier so ein Pandora-Armband. Und ich würde dann hingehen und sagen, cool, ich gehe zum nächsten Pandora-Laden und schau mal, ob ich für 20 Euro oder sowas ein kleines Dings für mein Bändel kriege. Und dann belohnt man sich damit, weil man einfach stolz sein darf, wenn man das geschafft hat. Ich erwähne dann immer, sammle Momente, nicht Dinge. Also belohne dich jetzt nicht, wenn du ausgemistet hast, damit, dass du wieder neue Sachen einkaufst, sondern belohne dich am besten mit irgendwelchen Ereignissen, Events. Nimm das Geld, was du durch den Verkauf deiner Artikel erhalten hast, kauf dir damit eine Karte für einen Freizeitpark. Zum, jetzt ist gerade Winter, Eislaufen, fürs Kino, für Musical, keine Ahnung, was weiß denn ich, in die Clubs gehen, durch die Bars ziehen. Ich weiß ja nicht, was ihr so macht. Also such dir eine Belohnung raus. Manchmal, wenn es was Kleines ist, sagst du vielleicht auch nur eine Tafel Schokolade oder eine Tasse Tee oder was dir halt einfach gut tut. Die Mädels am Beauty-Produkt, die Jungs können sagen, cool, wenn ich das geschafft habe, dann, also wenn ich es geschafft habe, jeden Tag 15 Minuten aufzuräumen, dann kann ich auch jeden Tag 15 Minuten länger zocken. Whatsoever. Sucht euch das raus, was für dich am besten passt. Und jetzt Tipp Nummer 7. Der funktioniert bei Erwachsenen meistens sehr gut. Bei Teenies ist das, kommt echt ist typabhängig drauf an. Mach's nicht alleine. Also lad dir zur Not sonst einen Kumpel ein, weil imagine, du räumst bei deinem Kumpel das Zimmer auf. Ja, das wäre, also stell dir mal vor, du gehst zu deinem Kumpel und sagst, natürlich, Alter, ich helfe dir, dein Zimmer aufzuräumen.
Ja, dann weißt du ganz genau, also du hättest jetzt keine Probleme damit, dem seine Sachen auszusortieren und das alles durchzugucken und zu sagen, boah, cool, was hast denn da? Und ey, Alter, was hebst denn du da auf? Was ist denn das für ein Schrott, ja? Und daran erkennst du, es hängen halt an deinen Dingen ganz oft Erinnerungen oder irgendwelche Gefühle und du hast dann da irgendwelche Postkarten aus dem Kindergarten selber gebastelt, was auch immer, ja? Und da kann es helfen, wenn du das nicht alleine machst, sondern dir einfach irgendjemand hilft. Bei den Erwachsenen sage ich dann immer dazu, du kannst mich auch buchen. Also ich meine, du kannst auch deinen Eltern sagen, Mama, ich habe die Frau Ludwig im YouTube gesehen, ich möchte die gerne buchen. Dann schreib mir eine E-Mail an die info@angelaludwig.de. Ich mache das auch mit dir zusammen, gar kein Problem. Aber im Regelfall ist es jetzt im jüngeren Alter eher so, dass man sagt, man nimmt halt die Geschwister oder man nimmt irgendwelche Kumpels oder Nachbarn oder wen auch immer dazu. Aber das so, der letzte Tipp am Rande. Wenn es dir zu viel ist, mach das einfach mit jemandem zusammen. Dann muss man sich ja meistens auch einen Termin setzen und sagen, hier, Thema Zeitmanagement, ja. Da muss man sich meistens einen Termin setzen und sagen, okay, an dem Tag X und Y, da kommt dann einer und der hilft und macht das mit mir zusammen und dann bringen wir den Rest zum Sperrmüll oder was auch immer. Und das, meine Lieben, sind eigentlich die Geheimnisse aufgeräumter Teenagerzimmer. Ich möchte das nicht nochmal zusammenfassen, das dauert mir viel zu lange. Ich will nur sagen, es ist absolut in Ordnung, wenn es nicht picobello aussieht. Jeder Mensch ist individuell, aber denk wirklich daran, im Außen sowie innen, wenn dein Zimmer aussieht, als ob eine Bombe eingeschlagen hat und da kommt jemand rein, der wird wirklich als erstes denken, na, da hat aber jemand sein Leben so gar nicht im Griff. Und ich glaube nicht, dass du das willst, dass das jemand von dir denkt. Und deshalb hoffe ich, hat dir dieses Video geholfen. Du hast ein paar Anregungen mitnehmen können. Und wenn du weitere Tipps und Tricks haben willst, dann folge mir gerne, lass ein Abo und ein Like da und browse durch diesen Kanal. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und viel Spaß mit den Outtakes. Yo, Bro! Los geht's! Endlich mal ein Video, in dem ich diesen geilen Pulli anziehen kann. Ich liebe dieses Teil. Check it out. So. Schnell noch meinen Discord-Status wechseln. Ich bin abwesend. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge von... Nein. Und ich sag... Oh, die... Nee. Boah, irgendwie blendet mich diese Lampe total. Britzel. Sportler finde ich super. Wenn du... Das sind also eins... Das... Und deshalb, das ist Punkt Nummer 5. Ich kann nicht mehr sehen. Also belohne dich am besten jetzt nicht, wenn du ausgemistet hast. So.